Hallo und herzlich willkommen bei Crystal's Delicious. Heute habe ich wieder ein tolles Rezept für euch vorbereitet. A hat sich eine Zuschauerin nämlich auch ein Rezept mit Kichererbsen gewünscht. Dann habe ich mir gedacht, ist diese Woche so ein extremes Schmuddelwetter, dass wir alle unser Immunsystem stärken müssen. Und deswegen gibt es heute ein Power-Rezept, was uns fit halten soll, was uns unsere Abwehrstoffe stärkt, was auch noch vegan und glutenfrei ist. Also 5 Punkte. Und ich würde sagen, wir starten auch schon direkt los mit den Zutaten. Für die leckere Suppe benötigen wir einmal ungefähr 2 cm von dem Ingwerstück, die natürlich geschält. Genauso verwende ich so 1 bis 2 cm auch von dem frischen Kurkuma. Dann benötigen wir eine Zwiebel, die werde ich schälen und vierteln. Außerdem noch 2 Knoblauchzehen, ein bisschen Olivenöl, hier nehme ich wieder das normale Olivenöl von MyOlio. Einen kleinen Schuss davon, dann benötigen wir eine Süßkartoffel, die habe ich hier schon mal in feinen Würfeln geschnitten. Außerdem noch 400 Milliliter Kokosmilch, da verwende ich auch am liebsten hier diese von Alnatura. Dann benötigen wir noch 2 Dosen Kichererbsen, die kaufe ich ja auch immer im Glas von Alnatura, die schmecken für, also ich persönlich finde die am besten. Die haben eine Füllmenge von 350 Gramm. Dann benötigen wir noch einen Brokkoli, das waren 500 Gramm, da habe ich die Röschen extra klein und fein geviertelt, sogar teilweise mehr als nur geviertelt, einfach so, dass sie in schönen schmalen Stücken sind und mitgaren können, während wir die Suppe kochen. Außerdem noch 3 Teelöffel Salz, ein wenig Pfeffer und 1 Liter Wasser. Als allererstes geben wir nun die Zwiebeln, Kurkuma und die Ingwer und die Knoblauchzehe in den Mixzopf und vermixen das Ganze für 5 Sekunden auf Stufe 5, schieben dann alles mit dem Spatel nach unten, geben dann ein bisschen einen Schuss Olivenöl hinzu und dünsten das Ganze für so 4 Minuten Varoma Stufe 2 an. Jetzt geben wir die Süßkartoffeln, die wir hier schon klein gewürfelt haben, in den Mixtopf und lassen das Ganze auch für 5 Sekunden auf Stufe 5 mixen und schieben dann alles mit dem Spatel nach unten. Jetzt geben wir das Wasser noch in den Mixtopf hinein, geben Salz und Pfeffer hinzu, machen nur den Deckel vom Thermomix drauf und stellen dann auf den Varoma. In den Varoma füllen wir dann unsere Brokkoliröschen und dann stellen wir den Thermomix auf 15 Minuten Varoma Stufe 2 ein. So, den Varoma, den stellen wir erstmal beiseite. Ich lasse den so zugedeckt, damit die Brokkoliröschen schön warm bleiben. Und jetzt fügen wir einfach nur noch die restlichen Zutaten hinzu, also die Kokosmilch und die Kichererbsen. Und dann vermixen wir das Ganze. Und jetzt ist es ganz entscheidend, dass wir den Thermomix, wenn ihr jetzt keinen Thermomix habt, dann ist es wichtig, dass ihr einen Hochleistungsmixer habt, der das Ganze ja, so für 20 Sekunden auf Stufe 10 schön fein pürierte. Die Kichererbsen, die sind nämlich ein bisschen, die brauchen ein bisschen mehr Power, damit die richtig schön aufknacksen und schön cremig sind und man da keine Bröckchen drin hat. Und jetzt servieren wir die schöne heiße Suppe einfach nur in Suppengläschen und setzen als Topper unsere leckeren Brokkoliröschen rein. Wer an der Stelle, wie gesagt, keinen Thermomix hat, macht das Ganze im Kochtopf, püriert das Ganze dann. Und entweder kocht man dann die Brokkoliröschen einfach kurz in Salzwasser in 5 Minuten, das geht auch wunderbar. Einfach nur aufpassen, dass sie nicht zu lange drin sind, damit sie nicht ganz, ganz weich gekocht sind.
zu erleben. So schnell ist ein ganz, ganz leckeres Gericht gezaubert. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen und ihr probiert es mal aus. Und wenn ihr irgendwelche weiteren Wünsche habt oder gerade, es dauert ja nicht mehr lange, dann starten wir schon mit der Weihnachtsbäckerei. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, schreibt es mir einfach unten in die Kommentare rein. Ich beantworte euch das natürlich wie immer gerne und freue mich natürlich auch über euer Feedback, ne? Und ich wünsche euch eine schöne Woche und ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Tschüss!